Hi Leute, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Tomb Raider Templars Secret in dem Neville. Midnight in Paris. Ja, wir sind jetzt hier in einem Haus in den Pariser Gassen und haben einen Schlüssel noch parat. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo noch rein müssen. Und gucken jetzt mal, ob hier hinter... Aha, da ist doch was. Ein Balkon und ein Typ. Wieder ein sehr aggressiver Hausbesitzer. Oder Wachmann. Weil irgendwie, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, sind hier keine Bewohner. Das ist irgendwie voll ausgestorben. Außer diese ganzen Wachmänner, die herumlaufen und Lara abknallen. Das ist schon echt krass. So, und was wollen wir denn jetzt auf dem Balkon? Hat vielleicht der Polizist irgendwas Wichtiges verloren oder so? Nee, ne? Weil was bringt das uns hier? Ach, da ist ein Schalter, habe ich voll übersehen. Und er öffnet eine andere Balkontür. Gut, also gehen wir wieder rein in die gute Stube. Aber ich weiß gerade nicht, wo diese Balkontür ist, die sich geöffnet hat. Aber die werden wir schon finden. Ist bestimmt hier vorne irgendwo. Oder rechts. Ach, hier. Das ist ja noch einfacher. Sehr schöne Tomb Raider 4 Musik, in die ich jetzt nicht reinreden wollte. No. Aber wir haben ja gespeichert, gar kein Problem. Dann springen wir da gerade mal rüber. Weil ich glaube, sonst kommen wir von hier oben nicht weiter zur Rande. Aber das war doch schon mal gut. Da haben wir auch so einen kleinen Vorsprung. Da kommen wir vielleicht dann auch dahin. Und da ist das Café, genau. Ja, okay. Dann springen wir da mal drauf, weil wir es gerade können. Und von da werden wir wahrscheinlich hier dran kommen. Mit so einem kleinen Kurvensprung, genau. Ist ja wirklich verzweigt hier in Paris. Und da kommt ein Vögel. Jetzt haben wir die Abkürzung geöffnet. Jetzt kommen wir auch schneller hier hoch. Ja, wo ist er denn, der Vogel? Ja, wo ist er denn? Ich höre dich doch rumkrähen. Ja, Lara, Perspektivwechsel, ne? Vielleicht sieht man den Vogel dann besser. Hier, wenn der mich verarscht, der Vogel, dann kann der mich auch irgendwann mal. Aber eigentlich ist der gar nicht blöd. Da wird er nämlich auch nicht abgeknallt, wenn er hier irgendwie sich nicht blicken lässt. Weil der hat ja eh keine Chance gegen uns. Und ich habe nicht gespeichert, sehe ich gerade. Aber das macht nichts. Wir kriegen das auch so hin. Weil ich speichere in diesen Spielen irgendwie sehr ungern, weil dieses Leide- und Speicherbuch immer sich so lange öffnet. Und das ist nicht dieses schnelle Listenspeichern, was wir aus Tomb Raider 4 kennen. Und da ist der Vogel wieder, unser Freund. Mit dem schönen rosa Blut. Pinken Blut, wie auch immer. Ja, und jetzt wissen wir auch, wie das hier geht. Und da drüben liegt, glaube ich, sogar ein großes Medipack. Da haben wir dann auch was davon. So, jetzt erstmal hier dran. Jawohl. Und hier schön rüber. Und jetzt haben wir uns irgendwie aufgehängt. Ja, das hat nicht geklappt. Wahrscheinlich war da irgendwie die Lampe im Weg. Warum auch immer.
Das heißt, wir gehen jetzt hier ein bisschen weiter nach rechts mit dem Sprung, dass wir da nicht unnötigerweise an der Lampe hängen bleiben. Und jetzt sind wir am Baum hängen geblieben. Wie doof. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber diesmal speichern wir, weil das eine kritische Stelle ist. Und da lohnt es sich, das Buch mal für zu öffnen. Und jetzt macht sie es auch. Okay. Auf jeden Fall. Ah, wir können jetzt das öffnen. Dann haben wir da auch die Abkürzung geschafft. Und, ich überlege gerade, da oben liegt doch auch was, oder? Ist das nicht ein großes Medipack? Oder sieht das nur so aus? Wir haben ja leider in dem Spiel keine Binoculars. Ach, das sieht nur so aus. Weil meine Frage ist jetzt, ob wir an den Balkon überhaupt kommen hier oben. Aber ich glaube, das gestaltet sich eher ein bisschen schwierig. Ich glaube, da oben ist halt auch einfach nichts. Also lassen wir es. Und setzen den Schlüssel ein. Das können wir nämlich jetzt hier drüben. Und zwar der Library Key. Dann kommen wir in eine Bücherei. Noch nicht in das Museum, wo wir den Schlüssel finden. Für die verdammte Insel, beziehungsweise für die Kathedrale auf der verdammten Insel. Hätte ja sein können, dass man die Mülltonne einschießen kann. So, also rin damit und rin mit uns in die gute Stube, in die Bücherei. Der sogar zwei Wachmänner aktiv sind. Aber die waren mal aktiv, die sind jetzt tot und ruhen in Frieden. So, was haben wir denn hier Schönes? Ganz viele Bücher. Laufen wir mal kurz die Regale ab, ob da irgendwo ein Buch ist, was man bestätigen kann. Wie das in der letzten Folge der Fall war. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Nee. Aber ich höre noch einen Gegner. Da. Jawohl. Aber die verlieren irgendwie nichts mehr. Ach doch, hier Schrotmunition. Aber ich weiß nicht, ob die von dem Gegner kommt. Das ist ja auch ein schöner Block. Die hatten ja nichts, ne? Haben wir ja schon geguckt. Gut. Ich finde, mit der Musik macht das irgendwie immer so geheimnisvoll, so ein bisschen. Gut, dann verschieben wir den einfach mal. Ich habe zwar noch keinen Plan, wohin, aber wir ziehen ihn jetzt erstmal weg. Vielleicht ist dahinter auch einfach ein Schalter oder so. Also schauen wir einfach mal. Ja, ein Schalter. Und ich könnte mir vorstellen, dass man den Block irgendwo an die Regale schieben kann, dass wir an denen hier hochkommen und hochklettern können. Aber vielleicht geht es auch von hier. Aber ich glaube, das ist zu hoch. Das dürfte zu hoch sein, es sei denn, man kann irgendwie auch an dem Regal hochklettern. Aha. Das geht nämlich auch. Die Idee ist schon von Tomb Raider 2 abgeguckt. Damals gab es das schon.
Und jetzt würde ich aber gerne trotzdem noch mal gucken, ob wir auch auf der anderen Seite irgendwie ein Regal hochklettern können und ob es da vielleicht etwas noch zu finden gibt, was wir jetzt sonst übersehen werden. Es wäre ja immer schade drum, wenn man irgendwelche Dinge übersieht. Aber hier kann man gar nicht hochklettern. Nee, da ist nichts. Also laden wir wieder, dass wir wieder auf dem Bücherregal draufstehen. Okay. Auch diese Bücherei ist total verlassen, aber es ist ja auch Mitternacht und mitternachts sind ja wirklich nur... Was war das? Ach, das ist das Wassergeräusch von draußen. Ja, also ich glaube, mitternachts sitzen nicht mehr die meisten in Bibliotheken, außer irgendwelche Studenten, die am nächsten Tag irgendeine Arbeit schreiben oder so. Oder Professoren und sonst für Menschen, die irgendwie... ja, recherchieren und so Dinge tun, wie Lara das gemacht hat. Weil sie ist ja auch darauf gekommen, dass sie diesen Speer des Schicksals vor Sophia Lees Team finden muss. Und das ist auch alles dank Recherchen möglich gewesen. Und da hat sie bestimmt auch mal bis nachts, oder eher gesagt, ihre Mitarbeiter. Lara setzt sich wahrscheinlich nicht selber hin und durchforstet das alles, sondern das machen wahrscheinlich ihre Mitarbeiter. So, also hier oben ist eigentlich gar nichts. Sieht wieder mal größer aus, als es ist. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal durch die Tür. Und kommen in den Bibliotheksbereich 2. Zu einem neuen Wachmann. Und der verliert ein kleines Medipack. Also hat wahrscheinlich auch der andere Polizist oder Wachmann von vorhin das Medipack verloren. Oder die Schrotmunition war das gewesen, weil das dann auch direkt in der Mitte eines Feldes gelegen hat. So, dann drücken wir mal den Schalter und öffnen da unten die Tür. Okay. Aber jetzt weiß ich auch, warum die Leute Wachmänner heißen. Wir haben nämlich Mitternacht und die sind auch nachts wach. Und deswegen ist das ein Wachmann. Das war mir noch nie so bewusst. Aber das ist jetzt kein Wachmann mehr. Der schläft nämlich jetzt... Der ist eingeschlafen. Und zwar für den Rest der Ewigkeit. Ja, so ist das. Wenn man sich mit Lara anlegt, muss man... Gut, dass der Sprung nicht geklappt hat, der wäre jetzt ins Leere gegangen. Wenn man sich mit Lara anlegt, muss man dem bewusst sein. Weil Lara ist so ein bisschen wie James Bond. Ihr passiert nie was. Gut, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt wieder hier runter. Und gehen dann mal zu diesem Gitter, was wir geöffnet haben. Oh, der hat Fackeln verloren. Das habe ich voll übersehen das letzte Mal. Uzi-Munition. Sorry, Uzi-Munition, dass ich dich gerade mit Fackeln verglichen habe. Weil das ist echt eine Beleidigung für Uzi-Munition, finde ich. Wenn man die als Fackeln beleidigt. Das ist eine sehr, sehr starke Herabwürdigung. Das geht ja gar nicht. Und das ist das Tor. Hier bei dieser wunderschönen Palme. Weil das so ein kleiner Abschnittswechsel wahrscheinlich sein wird, würde ich mal sagen, sehen wir uns hier dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen gucken wir mal, was wir mittlerweile haben. 3 kleine Medipacks, 2 große, 31 Fackeln, 6 Uzi-Clips, 2 Desert-Eagle-Munition und 16 Schuss auf der Schrotflinte. Dann würde ich sagen, können wir die schon mal nehmen. Und sehen uns dann hier auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.